Und damit herzlich willkommen hier zu diesem Video von Selbstorientiert. Heute geht es mal um Krabbmann und dabei haben wir ein Buch für euch. Wie immer in der Videobeschreibung als ersten Link verlinkt. Guckt da gerne rein, unterstützt uns und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute definieren wir für euch mal den Begriff der Rollendistanz. Dabei ist es Teil eines gesamten Videos, was wir für euch gemacht haben. Falls euch das auch noch interessiert, bleibt einfach nach diesem Video dran. Bei der Rollendistanz haben wir jetzt etwas Gegenteiliges, denn das beschreibt die Fähigkeit, Normen oder Rollenerwartungen wahrzunehmen, sie zu interpretieren und mit ihnen reflektierend so umzugehen, dass die eigenen Bedürfnisse in das Geschehen eingebracht werden können und somit in einem kritischen Verhältnis gegenüber seiner eingenommenen Rolle zu stehen. Dementsprechend Rollendistanz ist etwas, was praktisch dem Role-Taking gegenübersteht, was aber nicht weniger relevant für die Identitätsbildung ist. Denn hier ist es durchaus wichtig, dass die Identität so ausgebildet wird, dass man auch kritisch reflektierend bestimmte Sachverhalte wahrnehmen kann. Insbesondere natürlich hier wichtig, dass man Normen bzw. Rollenerwartungen einer Gesellschaft wahrnimmt und diese für sich selbst neu bewertet. Das heißt, dadurch, dass man natürlich empathisch sich verhalten hat, zum Beispiel mit dem Role-Taking, muss man aber auch mal für sich selbst egoistisch praktisch evaluieren, inwiefern die Gesellschaft für einen bestimmte Normen oder Rollenerwartungen an einen stellt und inwiefern die für die eigene Identität gebildet werden sollen. Wie man selbst dazu steht, wie man selbst diese Normen oder Rollenerwartungen übernehmen möchte oder denen sogar entgegenstehen möchte. Und das führt dann wiederum dazu, dass das Geschehen oder sich selbst in die Gesellschaft eingebracht werden kann, beziehungsweise man das unterlässt, falls man bestimmte Normen oder Rollenerwartungen nicht übernehmen kann. Vielen Dank jetzt für das Zuschauen bei unserem Video. Wir haben uns sehr gefreut, euch unterhalten zu dürfen bzw. euch wichtige Tipps geben zu können. Falls es gelungen ist, würden wir uns auch riesig freuen, wenn ihr an diesem Video noch dranbleibt. Denn nach diesem kleinen Outro gibt es für euch jetzt noch weitere relevante Videos rund um Krabbmann bzw. rund um die Pädagogik. Und hier gucken wir uns erstmal den Begriff des Role-Takings bzw. der Empathie an. Dabei beschreibt dieser Begriff grundsätzlich die Fähigkeit, Gedanken, Emotionen, Absichten und Persönlichkeitsmerkmale eines anderen Menschen zu erkennen und zu verstehen. Wie bei der Rollendistanz kann Empathie die Identitätsbildung fördern, setzt aber auch voraus, dass schon ein Teil der Identität gebildet wurde. Das heißt, Empathie ist sowohl Voraussetzung wie Korrelat von Ich-Identität. Also grundsätzlich ganz wichtig, für die Ich-Identität setzt Krabbmann hier voraus, dass ein Role-Taking stattfindet. Das heißt, dass man die Möglichkeit hat, sich in andere Menschen hineinzufühlen, die Möglichkeit hat, praktisch auch andere Rollen anzunehmen. Role-Taking, also wortwörtlich zu übersetzt, die Rolleneinnahme und Empathie eben ein ganz wichtiger Effekt, der dazu führt, dass man Persönlichkeitsmerkmale von anderen Menschen auch versteht und das dann wiederum dazu führt, dass man diese Empathie dann anwenden kann und diese dann gewinnbringend nutzen kann für die Identitätsausbildung der eigenen Identität. Das heißt, dass man das so dann nutzt. Die Identitätsbildung führt dann wiederum dazu, dass man praktisch positiv beeinflusst seine eigene Identität weiter ausbildet und als ein Teil der Identität praktisch andere Persönlichkeitsmerkmale sich einverleibt bzw. nutzt, um praktisch seine eigene Identität auszubilden. Des Weiteren kommen wir jetzt zu dem Weiterführenden, nämlich zu den Begriffen der Ambiguitätstoleranz bzw. der Identitätsdarstellung. Starten wir aber mit dem komplizierteren Begriff von beiden, nämlich der Ambiguitätstoleranz. Was versteht man darunter jetzt? Letztendlich ist es die Fähigkeit, Widersprüchlichkeiten, kulturell bedingte Unterschiede oder mehrdeutige Informationen, die schwer verständlich oder sogar inakzeptabel erscheinen, wahrzunehmen und nicht negativ oder vorbehaltlos positiv zu bewerten. Ganz wichtig also praktisch, dass man eine Distanz gegenüber bestimmten Informationen einnehmen kann. Mit der Ambiguitätstoleranz versteht man letztendlich, dass man Widersprüchlichkeiten, die in einer Gesellschaft auftreten, also beispielsweise Informationen, die einem nicht direkt ersichtlich scheinen, beziehungsweise die man nicht direkt versteht, die aber vielleicht auch einfach falsch sind, dass man diese deuten kann. Genauso aber auch kulturell bedingte Unterschiede, das heißt verschiedene Kulturen wahrnehmen kann, dass man verschiedene Informationen anhand verschiedener Personen wahrnehmen kann, diese für sich selbst ausdeuten kann und dass man gleichzeitig
immer die Möglichkeit hat, beziehungsweise die Reflexion einnimmt, dass man diese schwer verständlichen oder teils sogar inakzeptabel erscheinenden Informationen wahrnehmen möchte und erstmal nicht negativ oder positiv bewertet, sondern erstmal eine Distanz dazu einnimmt und das dann in einer finalen Bewertung mündet. Das heißt, dass man sich kritisch reflektiert, okay, wie kann ich die Information, die vorliegt, jetzt bedeuten und wie kann ich diese ausdeuten? Und das wiederum dann dazu führt, dass man ein sinnvoll begründetes Urteil fällen kann und dementsprechend die Unterschiede bzw. die Informationen dann sinnvoll ausgedeutet werden. Und all das führt dann wiederum dazu, dass die Ambiguitätstoleranz praktisch es ermöglicht, dass ein Mensch kritisch reflektiert bestimmte Sachverhalte bewerten kann. Bei der Identitätsdarstellung haben wir jetzt einen Begriff, der etwas einfacher ist, die Fähigkeit, anderen seine Identität darzustellen und zu präsentieren. Das heißt, dass man praktisch ja, die verschiedenen Phasen, die Krappmann aufgezeigt hat, zur Identitätsausbildung, wie die Identität ausgebildet wurde, dass man diese schon durchlaufen hat, dass man eine Identität bereits ausgebildet hat und dass man dann allerdings auch noch die Fähigkeit besitzt, anderen seine Identität darzustellen und auch in einem sinnvollen, auf einer sinnvollen Art und Weise zu präsentieren. Also das ist natürlich das Ziel, dass wenn eine Identität dann tatsächlich vorliegt, dass man auch die Möglichkeit hat, beziehungsweise die Fähigkeit hat, sich selbst darzustellen und sich selbst beziehungsweise andere Menschen aufzuzeigen, welche Identität man ausbilden konnte im Verlauf des Lebens beziehungsweise wie diese sich als positive Möglichkeit darstellt, den Menschen zu unterstützen, die Gesellschaft zu unterstützen, wie man sich selbst einbringen möchte. All das sind natürlich Teile der Identitätsdarstellung, die auch wichtig sind, um dann praktisch final seine eigene Identität ausleben zu können. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal an, was die Lawrence Kohlberg Just Community School ist, beziehungsweise wie Lawrence Kohlberg seine Just Community School formuliert hat und ausdefiniert hat. Dabei würden wir uns riesig freuen, wenn ihr bei diesem Video dranbleibt und unserem Kanal ein Abo dalasst und gerne auch ein Like für dieses Video dalasst. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Grundsätzlich haben wir es aufgeteilt in Grundlegendes, Weiterführendes und dann final wollen wir auch noch Kritik üben. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Grundlegenden der Just Community School. Und dabei ist es so besonders, denn es ist ein demokratisches Schulmodell, was praktisch in den 60er, 70er Jahren entstanden ist und es ist auf der Grundidee aufgebaut, eine gleichberechtigte Art des Lernens zu schaffen. Das heißt, grundsätzlich ist erstmal jeder Mensch, der in dieser Schule mitarbeitet, gleichberechtigt. Also sowohl Lehrer als auch Schüler als auch Eltern sind in der Situation der Schule erstmal komplett gleichberechtigt, haben erstmal eine demokratische Gleichheit und können sich dementsprechend alle bei der Meinungsbildung in ihrer Schule gleichberechtigt einbringen. Dabei werden die Lehrer praktisch anders verstanden, als sie das in dem typischen Modell des statischen Modells verstanden werden, was wir beispielsweise auch in Deutschland meistens vorliegen haben, denn sie werden als Lernerweiterung verstanden. Was ist eine Lernerweiterung? Wie kann man diesen Begriff jetzt praktisch ausdefinieren? Unter dem Begriff der Lernerweiterung versteht man bei Lawrence Kohlberg, dass Lehrer sich nicht nur als Vermittler des Stoffs, des Schulstoffs verstehen, nein, sie verstehen sich auch als jemand, der praktisch über das Lehren hinaus noch als Lernerweiterung dienen kann, nämlich insofern, als dass sie auch Normen und Vorstellungen beibringen bzw. diesen demokratischen Grundverdanken leben und vermitteln können. Das wird natürlich in Teilen auch in den Schulen in Deutschland umgesetzt, aber da geht es wirklich nochmal stärker darum, diese Lernerweiterung zu bieten, nämlich auch dieses Verständnis nochmal am aktiven Modell zu lehren. Die Förderung des Moralverständnisses ist dabei das zentrale, der zentrale Aspekt, den Lawrence Kohlberg hier definiert hat, denn für ihn war es wichtig, dass das Moralverständnis ausgebildet wird und man praktisch die Gesellschaft als Ganzheit versteht und dementsprechend auch umfassendes Verständnis für die Demokratie bekommt und diese auch respektiert und honoriert. Dabei war die erste Schule in den Bronx, das ist ein
ja, praktisch früher bekannt gewesen als Problemviertel in New York City. Heutzutage hat sich da einiges gebessert, aber es ist immer noch problematisch teilweise. Und dementsprechend zeigt sich auch, wie Lawrence Kohlberg angesetzt hat. Er hat versucht, gerade in diesen Vierteln eine Akzeptanz gegenüber der Demokratie zu schaffen und natürlich auch weiterhin das Moralverständnis zu fördern, die Gesellschaft zu fördern. Der Lehrplan ist natürlich trotzdem existent. Das heißt, auch wenn die Schule grundsätzlich erstmal demokratisch ist, ist natürlich trotzdem ein Lehrplan existent und der wird dann auch durch den Staat vorgegeben. Es ist natürlich immer unterschiedlich von Land zu Land, in welchem Land praktisch dieses Schulmodell umgesetzt wird. Allerdings, auch wenn es ein demokratisches Schulmodell ist, kann der Lehrplan nicht einfach abgeschafft werden, sondern der Lehrplan ist natürlich weiterhin existent und wird auch umgesetzt. Das Grundprinzip, wie diese demokratische Schuleinheit eigentlich umgesetzt werden soll, ist dabei, dass es Gemeinschaftssitzungen gibt. Dabei werden viele Schüler mit Gleichberechtigung durch verschiedene Stimmrechte, aber natürlich auch die Lehrer und die Eltern involviert. Und diese müssen dann über wichtige Regeln bzw. ja, auch die Durchsetzung der Regeln abstimmen und versuchen, das dann natürlich immer in den täglichen Schulalltag zu integrieren. Dabei kann es natürlich auch sein, dass wichtige Entscheidungen, die die Schule betreffen, auch hier drüber abgestimmt werden müssen, beziehungsweise dass diese Abstimmungen natürlich auch darum gehen, die Gemeinschaftssitzungen beziehungsweise ja, die verschiedenen Teile, die die Schulschaft interessieren, praktisch umgesetzt werden. Das heißt, Schüler, Lehrer und Eltern können natürlich verschiedene Punkte, Abstimmungspunkte einbringen, über die dann diskutiert wird und anschließend dann sogar abgestimmt wird, inwiefern die Regeln beispielsweise abgeändert werden, beziehungsweise inwiefern bestimmte Strafen oder aber auch Maßnahmen beschlossen werden.